Hallo und herzlich willkommen, liebe Fische. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Fische, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Fische stehen hast, kannst du hier vielleicht möglicherweise in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. So, und da springt es schon bei den Fischen. Was sehen wir denn hier? Also, wir haben den Eremiten. Das zeigt mir, dass es eine Art Rückzug gibt, dass du hier gerade in dir versuchst, Antworten zu finden, vielleicht dich neu auszurichten, etwas zu beobachten, zu klären, dich selber besser zu verstehen, zu reflektieren. Wir sehen auch mit den zwei der Schwerten, dass du hier hin und her überlegst. Du bist hier gerade in irgendeiner Situation sehr unentschieden und unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Es geht hier irgendwo um eine Entscheidung, die dich beschäftigt. Und das kann zu tun haben mit einem Menschen, mit jemandem, der hier von außen auf dich zukommt und Gefühle in dir auslöst. Es könnte jemand Jüngeres sein oder jemand, der einfach emotional auch noch unreif ist oder... Ja, das ist in der Regel sind das so jüngere Energien. Es sind aber auch Impulse, die einfach in dir Gefühle auslösen. Also es kann sein, dass ich mit dir jemand versöhnen möchte und dass du darüber nachdenkst und nicht weißt, ob du das machen sollst oder nicht. Sollst du dich hier mit jemandem aussöhnen oder nicht? Oder sollst du dich auf jemanden einlassen? Kann auch sein, dass das jemand ist, der dir sein Herz offenbart oder seine Gefühle gesteht und eine Verbindung mit dir sucht. Und du darüber nachdenkst, ob du dich auf diesen Menschen einlassen sollst oder nicht. Ob du auf diesen Menschen zugehen sollst oder nicht. Oder wie sind die Absichten dieses Menschen? Vielleicht denkst du auch darüber nach. Das ist hier durchaus möglich. So, was liegt hier im Schatten? Das Ass der Schwerter. Für die Fische. Okay. Die Kraft. Und es fliegt noch die 7 der Kelche. Ja, die fliegt jetzt irgendwie ständig hier, diese Karte. Mit der Kraft sehen wir, dass es sind zwei Szenarien, zwei Möglichkeiten. Entweder erkennst du deine eigene Instinktnatur, deine eigenen Impulse nicht und unterdrückst diese. Oder diese beherrschen dich, dass die zu sehr über dich bestimmen und dich kontrollieren. Also deine niedere Instinktnatur, deine Triebe, deine Impulse, Leidenschaften, wirst du von denen beherrscht oder unterdrückst du da irgendwas in dir? Ja? Zum anderen sehe ich das Thema Selbsttäuschungen. Kann es sein, dass man sich irgendwo etwas vormacht oder an einer Illusion festhält oder Luftschlösser baut in einer Angelegenheit, wo... die Visionen nicht realistisch sind, die du hast, die Träume und Wünsche nicht umsetzbar sind. Aber man in seinen eigenen Illusionen und Wunschvorstellungen sich hier ein Traumbild ausmalt, was gar nicht realisierbar ist. Kann das sein? Also es geht darum, dass man sich hier seine Träume mal genauer anschaut und die auch wirklich prüft. Seine Illusionen. So, Ass der Schwerter, ja, da ist das Thema der Klärung, der Klarheit, da geht es darum, etwas zu lösen, zu erkennen, zu trennen oder zu klären, eine Entscheidung zu treffen. Aber dafür muss ja auch irgendetwas erkannt werden. Die Notwendigkeit, etwas zu klären oder zu entscheiden, muss ja auch erkannt werden. Das kann sein, dass dir hier einfach die Klarheit fehlt und das sehen wir ja auch hier. Ne? Du bist hin und her gerissen, also diese Klarheit ist bei dir aktuell nicht da und deswegen kannst du dich auch nicht gedanklich hier mental neu ausrichten. Wir schauen mal, was du jetzt tun sollst. Ja, regeneriere dich mal. Komm mal zur Ruhe. Die Gerechtigkeit. Versuch etwas fair und gerecht hier richtig einzuschätzen, etwas genau zu beurteilen, zu analysieren, aber achte dabei auf das Gleichgewicht, dass du verschiedene Betrachtungsweisen, auch die Sichtweisen eines anderen mit in Betracht ziehst. Bei der Gerechtigkeit geht es darum, dass ich einen Karma ausgleichen möchte, eine Gerechtigkeit einstellen möchte. So wie du jetzt auf jemanden zugehst, so wird er auch zu dir zurückkommen. Oder alles, was du jetzt tust, wird auch irgendwie auf eine Art und Weise irgendwann zu dir zurückkommen. Also es geht darum, hier auf Fairness und Gerechtigkeit zu achten.
fair und gerecht zu bleiben und vor allem etwas richtig zu beurteilen, zu analysieren und eine kluge Lösung zu finden. Eine kluge Lösung, eine neutrale Haltung und eine Verstandesentscheidung zu treffen, ja, die auf einem vernünftigen Urteil beruht, was du hier zuvor getroffen hast. So, das ist das eine. Das andere ist, wir haben die 5 der Kelch. Hier geht es darum, dass du mit einem Verlust, einer Trauer umgehst, dass du dir Zeit nimmst, einen Schmerz zu verarbeiten und zu überwinden. Es kann sein, dass du irgendwo eine Verlusterfahrung gemacht hast oder irgendetwas betrauerst, irgendwo Kummer empfindest. Kann sein, dass das schon geschehen ist, kann aber auch sein, dass das jetzt aktuell gerade stattfindet oder kommt. Dann geht es darum, dass man sich jetzt hier Zeit nimmt, etwas zu verarbeiten, etwas loszulassen. Ich glaube, es ist ein älterer Schmerz, eine Verletzung oder eine Enttäuschung, wo du das Gefühl hast, du hast jetzt hier etwas verloren und darfst dir Zeit nehmen, das zu betrauern, loszulassen. Vielleicht fühlt man sich hier auch isoliert, einsam, allein, verlassen, hilflos. Solche Verlusterfahrungen können das sein, ja. Du brauchst jetzt hier Zeit zum Regenerieren, um neue Kraft zu tanken, etwas auch richtig zu erkennen. Ich denke, es ist auch eine Zeit hier wirklich der Meditation, um dir über etwas klar zu werden. In der Ruhe, in der Abgeschiedenheit. Ja, einmal geht es darum, dir deine Gefühle anzuschauen, diese wirklich zu fühlen und dann auch zu verarbeiten, zu trauern, loszulassen und dann auch zu einer fairen, gerechten Haltung zu kommen, ein faires Urteil zu fällen und eine kluge Lösung zu finden. Ja. Und dann darfst du dich öffnen für den Neuanfang, für einen neuen Weg. Einen Absprung wagen in eine neue Realität. Und du darfst dich hier auch wieder auseinandersetzen mit deiner Wahrheit, mit deinen tiefsten Überzeugungen und Ansichten. Was verleiht dir Sinn? Was ist deine Wahrheit? Was ist deine Bestimmung, der du folgen möchtest? Es geht hier darum, wirklich dich mit deiner eigenen Wahrheit zu verbinden, deinen ganz eigenen Weg zu finden, den Absprung zu wagen. Vielleicht auch aus einer chaotischen Situationen heraus hier einen neuen Weg für dich jetzt zu gehen, sich naiv und eher vorbehaltlos auf etwas neu einzulassen und dann auch zu seiner Wahrheit zu stehen, für sich einzustehen, sich durchzusetzen. Es geht darum, erstmal deine eigene Wahrheit zu erkennen und dann da auch dazu zu stehen, ja, dafür zu kämpfen. Was ist deine Wahrheit? Was ist für dich sinnhaft? Was gibt dir Führung und Halt im Leben? Was sind deine Überzeugungen? Für diese darfst du hier einstehen. Und dann darfst du hier einen neuen Weg beschreiten auf genau diesem Weg. Also auf diesen neuen Überzeugungen und Ansichten und Erkenntnissen. Der Hierophant bringt dich in Kontakt mit deiner tiefsten Wahrheit, genauso auch wie der Eremit. Deinen eigenen Überzeugungen, deiner eigenen Bestimmung. Und wir haben hier die 8 der Kelche unterliegend, ja, das ist der Abschied schweren Herzens. Du darfst etwas verabschieden, etwas loslassen, ein altes Muster, eine alte Gewohnheit, eine vertraute Umgebung, ja, und dich auf etwas Neues einlassen. Abschied aus einer alten, vertrauten Umgebung und dann der Absprung wagen in etwas Neues. Das ist, was wir hier sehen. Ne, auch hier 10 der Schwerter spricht auch von einem Ende. Von einem radikalen Ende. Und der Turm darunter, hier bricht etwas zusammen, hier wird irgendwo ein Ende gesetzt. Alte Strukturen stürzen ein. Es ist ein Durchbruch in eine neue Freiheit, in dem etwas Altes, Vertrautes losgelassen wird, hinter dir gelassen wird, etwas beendet wird. Man hört mit etwas radikal auf. Das ist, was ich hier sehe. Es geht darum, hier einen radikalen Schlussstrich zu setzen und die Sache jetzt irgendwas hinter dir zu lassen, loszulassen. Das ist so der Prozess, der hier so im Untergrund stattfindet. Ja, aktuell bist du aber hier stark am Zweifeln, ja, hin und her überlegen, ob oder ob nicht. Ja. Du versuchst hier gerade wirklich erstmal in dir was zu klären. Und ich glaube, es hat dir viel damit zu tun, dass du dich selbst hier, deine eigene, also zum einen ist es ja auch die Kraft. Ne? Die Kraft liegt im Schatten, das heißt, du bist hier nicht in deiner Kraft, weil du deine eigene Natur, dein eigenes Wesen in seiner Gesamtheit nicht wirklich erkennst und annimmst oder dich davon steuern lässt.
Ja, das fällt dir schwer, hier klar zu sehen und etwas klar zu erkennen und damit eine klare Entscheidung zu treffen, weil man hier in irgendwelchen Wunschvorstellungen und Illusionen durchaus auch noch vernebelt wird. Deswegen ist die Zeit der Reflexion hier gerade für dich wichtig, damit dir etwas klar werden kann. Wir schauen mal jetzt, was die Orakelkarten hier für einen Rat geben können für die Fische. Das sind jetzt drei, die jetzt rausgefallen sind. Also, du darfst einmal dem Glück folgen. Entschuldige dich nicht für etwas, was dir Freude macht. Ja, nur du kannst verstehen, wo du hingehörst und wo du deinen Frieden findest. Also folge deiner Freude. Und höre auf zu kämpfen und fühle den Frieden. Ja, also die Probleme und das Leid bringen dich hier irgendwie immer wieder aus dem Gleichgewicht, ne? Weil du irgendeiner Sache hier zu viel Wichtigkeit, zu viel Gewicht gibst. Ja, das Leid haben wir hier, ne? Ja, die 5 der Kelche. Es geht darum, den Problemen und dem Leid weniger Wichtigkeit, weniger Gewicht zu geben. Und damit dem Leben zu erlauben, dich wieder in deine Mitte, in dein Gleichgewicht zu bringen. Ja, auch hier in die richtige Einschätzung einer Situation, weil manchmal ja die eigenen Gefühle oder das eigene Leid trübt ja auch die Wahrnehmung. Ja, man fühlt sich vielleicht als Opfer der Umstände oder als, ja, erdrückt vom Leid. Und dabei wird man einfach nur von den eigenen Emotionen und Gefühlen ein bisschen dominiert und beherrscht. Und ich sehe, das belastet ja hier auch deine Kraft. Deswegen, ja, du wirst von deinen eigenen Leidgefühlen oder Emotionen oder Problemen hier dominiert, was ich hier sehe. Deswegen nimm dir die Zeit, dir deine Verletzungen, deine Gefühle, deine Verluste, dein Leid anzuschauen, um das loszulassen, das zu überwinden, damit du wieder in deine Mitte, dein Gleichgewicht und auch in die richtige Perspektive finden kannst, damit du wieder klar denken kannst auch. Ja, werde wild und wundervoll. Warum fokussierst du dich auf Limitationen und Realismus? Also, ne, man begründet ja oft vieles, was nicht geht, weil es unrealistisch ist, ne? Oder weil man zu realistisch denkt. Durchbrüche und Wunder erfordern Methoden, die nicht linear sind oder nicht dem normalen Weg folgen. Also Magie ist möglich und kann jeden Tag geschehen. Okay, jetzt hätte ich gerne eine Göttin für die Fische. Da kommt Mavu und sagt: Ich bin schöpferisch. Es geht darum, in deine Schöpferkraft zu kommen, deine Schöpferkraft anzuerkennen. Und wir schauen uns die Botschaft von Mavu an. Lasse dich von Mavu inspirieren, schöpferisch tätig zu werden. Du kannst auf vielfältige Weise deiner einzigartigen Lebenserfahrung Ausdruck verleihen. Singe dein Lied, schreibe dein Gedicht, tanze deinen Tanz. Nicht nur du selbst wirst davon bereichert, auch deine Mitmenschen dürfen deine Tiefe, deine Begeisterung und dein in der Welt sein erleben. Schöpfe aus dem Vollen. Ja, also frage dich, was dich mit Freude erfüllt und handle danach. Probiere so viel wie möglich aus. Musiziere oder tu irgendetwas, was dich inspiriert, was dich begeistert. Das ist deine Aufgabe. Schöpferisch tätig zu werden. Öffne dich der Kreativität, der Freude. Schauen wir mal weiter. Welcher aufgestiegene Meister für die Fische? Welcher Meister hat hier eine Botschaft für die Fische? Eine Meisterenergie hätte ich hier gerne. Maria Magdalena, heiliges Gefäß, du bist die Antwort. Lass dich zu deinem Ziel führen. Okay.
Mal schauen, die Botschaft. Maria Magdalena, was sagt sie denn? Du bist die Antwort, die du suchst. Du hütest den Schatz, die Magie und das Mysterium. In diesem Moment wirst du ermutigt zu erkennen, dass du ein wertvoller Teil des göttlichen Plans bist. Wenn du von dem ausgeprägten Wunsch beseelt bist, das weiterzugeben, was du gelernt hast, ist die Zeit dafür gekommen. Es kann beängstigend und manchmal überwältigend sein. Denn wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, kann es passieren, dass man hinterfragt wird. Doch wenn du dich mit deinen Gaben und deinen Botschaften wohlfühlst, bist du von einer heiligen Energie erfüllt, die anderen erlaubt, dich klar zu sehen. Das Licht von Magdalena umgibt dich jetzt und ermutigt dich zu erkennen, dass die Heilkraft, die du erfahren hast, genau das ist, was du die Welt lehren sollst. Nimm dir etwas Zeit, darüber nachzudenken, was du überwunden hast, und erkenne, dass diese Erfahrung vielen Menschen helfen kann. Dein persönliches Zeugnis kann andere und sogar Berge bewegen. Verlasse dich auf deinen Schöpfer und wisse, dass du aufgefordert bist, ein Gefäß für das Heilige zu sein. Ja. Sehr schön. Und jetzt hätte ich gerne noch eine Engelenergie für die Fische. Also folge dem Weg der Freude. Was macht dich glücklich? Ja. Lass dich nicht limitieren von Problemen und von Leid. So, ja, hier geht es um Frieden und Heilung, Energieheilung und dass du wieder in deine Mitte findest, dass du ausbalanciert wirst, dass du auch wieder verbunden bist mit deiner inneren Stimme, dass du dich reinigst von negativen Energien und Gedanken. Das ist hier ganz wichtig. Ja, alles, was hier noch im Unbewussten liegt. Und ja, deine Heilung, energetische Heilung. Ja, dass man hier vielleicht auch irgendetwas nicht wahrhaben möchte oder dass man lethargisch ist oder passiv oder Dinge auch leugnet. Ja, das geht darum, Akzeptanz, Dinge anzunehmen und damit auch zu heilen. Also der Fokus ist hier die Heilung, deine innere Mitte, deinen Frieden, deine Anbindung, dich reinigen. Dein Wohlbefinden, auch auf dein Wohlbefinden zu achten, dir Zeit zu nehmen für dich, das zu tun, was dir Freude bereitet, was dir gut tut. Ja, und schwere, negative, belastende Energien loszulassen. Ja, es geht hier auch um ganzheitliche Ansätze. Was kannst du tun für dein Wohlbefinden? Um wieder höher zu vibrieren in deiner Energie. Ja. Liebe Fische, das ist das hier, was ich aktuell sehe. Also wie gesagt, was hier auf dich zukommt, ist nach diesen Karten hier, ist ein Neubeginn, dich für einen neuen Weg zu öffnen, für neue Möglichkeiten, den Absprung hier in für etwas Neues zu wagen, dich auch kindlich zu öffnen hier für neue Möglichkeiten und deinen ganz eigenen Seelenweg. Wir haben hier den Hierophant und den Narren, also das ist deine Wahrheit, deine Überstimmung, deine Überzeugung, das, was dir Freude macht, wo du Sinn drin erkennst, diesen Weg zu verfolgen und dann dafür auch zu kämpfen und dafür einzustehen, für deine Wahrheit. Und alte Muster, Gewohnheiten und schwere belastende Gefühle und Energien loszulassen, dich zu befreien von allem Schweren, dich zu erholen und zu regenerieren. Und das geht um Fairness, Ausgleich, Balance, Gerechtigkeit, etwas richtig einzuschätzen und zu beurteilen und eine kluge, faire Lösung hier zu finden, auch wenn es hier Enttäuschungen gab oder man sich hier irgendwo vielleicht etwas vorgemacht hat oder einer falschen Illusion hinterhergelaufen ist oder nicht weiß, welche Vision es eigentlich ist oder welche Illusion, die wirklich auch Bestand hat und dich auch wirklich auf den richtigen Weg hier bringt. Das darfst du ja hier noch rausfinden. Was möchtest du jetzt wirklich, ne, umsetzen und verfolgen? Komm in deine Kraft. Du bist die Antwort. Lass dich zu deinem Ziel führen, ja. Und lass dich nicht von deinen eigenen Emotionen oder Instinkten oder Impulsen dominieren oder auch nicht, unterdrücke diese auch nicht, sondern erkenne dich in deiner Gesamtheit, in deiner Ganzheit und komm in deine Kraft. Liebe Fische, das ist, was ich jetzt hier heute für dich bekomme. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch über einen Kommentar von dir oder ein Abo und dann
bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.